Der Bodensee ist einer der wenigen Seen, die wir in Mitteleuropa noch haben, die natürliche Wasserstandsschwankungen haben. Und genau in diesem Schwankungsbereich des Wassers, wenn es mal trocken fällt, mal überschwemmt ist, da lebt eine ganz große Vielzahl von typischen Tier- und Pflanzenarten, die anderswo keinen Lebensraum mehr finden. Rohrsänger in den Schilfzonen, Lappentaucher, die in den überschwemmten Schilfzonen brüten, die Riedwiesen mit Orchideen und Enzianen, sehr, sehr viele seltene Pflanzenarten und entsprechend einfach auch eine ganz hohe Vielfalt an Insekten, die in den Riedwiesen leben können. Vor allem im Winterhalbjahr sind die Flachwasserzonen vom Bodensee ein Eldorado für Wasservögel. Enten, Schwäne, Gänse, die hier überwintern, die hier einfach einen reich gedeckten Tisch finden, um die harte Winterzeit zu überleben. Insgesamt, der gesamte Bodensee bietet Überwinterungslebensraum für ungefähr 3/4 der Wasservögel, die in Baden-Württemberg überwintern. Das ist eine Perle der Artenvielfalt. Das ist eine einmalige Natur, für die wir verantwortlich sind. Und deshalb betreuen wir hier vom NABU-Bodensee-Zentrum aus insgesamt 28 Naturschutzgebiete am Bodenseeufer. Unsere wichtige Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass sich die Tier- und Pflanzen, die es hier am Bodensee gibt, dauerhaft hier wohlfühlen können, dauerhaft Lebensraum finden. Das ist zum einen wichtig tatsächlich für die Artendiversität in ganz Baden-Württemberg und weit darüber hinaus, aber eben auch für die Menschen hier am Bodensee, die, wenn sie an den Bodensee kommen, hier auch die Natur erleben wollen. Und uns ist auch ein großes Anliegen, den Leuten hier die Natur zu zeigen. Weil nur wenn die Leute die Natur kennen, dann sind sie auch bereit, die Natur zu schützen. Hier haben wir eine Plattform. Für unsere Besucherinnen und Besucher bieten wir über das ganze Jahr hinweg ein reichhaltiges Führungsprogramm an. Sowohl im Sommer als auch im Winter kann man mit uns raus in die Natur, zum Beispiel ins Wolmatinger Ried, in die Kernbereiche vom Wolmatinger Ried, die ansonsten für die Öffentlichkeit gesperrt sind. Die können mit unseren Führungen vom NABU aus erlebt werden. Neben unserem reichhaltigen Führungsangebot haben wir im NABU-Bodensee-Zentrum auch eine Ausstellung. Man kann sich informieren über die Schutzgebiete, man kann sich informieren über die Natur am Bodensee. Neben der Öffentlichkeitsarbeit ist es für uns ganz wichtig, tatsächlich die Biotope instand zu halten. Das machen wir durch Landschaftspflegemaßnahmen, dass wir die Riedwiesen mähen, dass wir entbuschen. Nur wenn Wiesen gemäht werden, erhält sich dort die Artenvielfalt. Viele Tiere und Pflanzen sind darauf angewiesen, dass regelmäßig geschnitten wird, vor allem im Winter die Streuwiesen. Wichtig ist aber eben auch in der Zwischenzeit, dass wir im Sommer mit Pflegemaßnahmen aktiv sind, dass wir Neophyten bekämpfen, sehr gezielt, dass die richtig gehend gejätet werden, um die am Ausbreiten zu verhindern. Wir führen Pflegearbeiten in den Naturschutzgebieten durch, aber wir kontrollieren auch die Einhaltung der Schutzgebietsverordnung. Das heißt, ob sich die Leute, die in den Schutzgebieten unterwegs sind, rücksichtsvoll gegenüber der Natur verhalten. Hier findet sich ein illegaler Uferzugang. Die Leute gehen einfach total gerne ans Wasser. Problem ist, dass dort hinten sensible Arten auch brüten, aber eben auch mausernde Moorenten, und die brauchen Schutz und Ruhe. Und deshalb sammeln wir hier Äste ein und versuchen, diese Zugänge immer wieder zuzumachen, weil die Schilder allein genügen leider nicht. Wir machen regelmäßige Bestandserhebungen bei den Vögeln, sowohl im Winter in Form von der Wasservogelzählung als auch im Sommer in Form von Brutvogelkartierungen oder Erfassung der mausernden Vogelbestände. Das ist enorm wichtig, um zu wissen, taugt die Qualität der Schutzgebiete noch, um früh erkennen zu können, dass es Fehlentwicklungen gibt und dann gezielt gegenzusteuern, dass Brutplätze geschützt werden, wie durch Absperrmaßnahmen, dass die Leute dort nicht hingehen. Damit wir die Qualität der Riedwiesen gut im Blick behalten, haben wir ein eigenes Monitoring-System entwickelt, dass wir verschiedene, eher auffällige Pflanzenarten regelmäßig zählen, die Blütenanzahl zählen und darauf einen Rückschluss zu haben, wie sich die Bestände entwickeln, frühzeitig Fehlentwicklungen zu erkennen und dann zum Beispiel durch Pflegemaßnahmen gezielt eingreifen zu können. Mit unserer politischen Lobbyarbeit setzen wir uns als Anwalt für die Natur ein. Vor allem, wenn es darum geht, dass Straßen gebaut werden, dass sich die Siedlungen entwickeln, dass neue Erholungsgebiete ausgewiesen werden, dass dabei ausreichend Rücksicht auf die Natur genommen wird.
Alles in allem betreuen wir vom NABU-Bodensee-Zentrum aus fast 3000 Hektar Schutzgebiete im ganzen Landkreis Konstanz. Neben vielfältigem Engagement braucht Naturschutz einfach auch die notwendigen finanziellen Mittel. Wir brauchen Geld, um unsere Mähmaschinen zu erhalten, um die Schutzgebiete pflegen zu können. Wir brauchen Geld, um optische Ausrüstung zu kaufen, um Vögel zu beobachten, um Vögel zu zählen. Wir brauchen die Mittel, um unsere Computerausrüstung zu erneuern, um die vielfältigen Daten verwalten zu können. Ohne die ausreichenden Mittel ist Naturschutzarbeit leider nicht möglich. Bitte unterstützen Sie durch eine Spende die Arbeit des NABU-Bodensee-Zentrums, damit wir unsere erfolgreiche Naturschutzarbeit am Bodensee weiter fortsetzen können.